Die Jugend von heute ist online, und zwar länger und öfter als je zuvor. Jetzt kann man von dem denken, was man will, ändern wird sich daran aber nichts. Ja, stellvertretend für meine Generation bin ich auch durchschnittlich 4 Stunden am Tag online. So, das beliebteste ist sicher Insta bei mir. Rund 2,5 Stunden am Tag bin ich auf Insta. Und ja, der Inhalt, das ist vielleicht noch spannend, das ist schon auch ein Teil von Freunden, von Bekannten. Viele sind auch Botschafter, sind Prominente, sind Influencer. Und von denen schaue ich Bilder, schaue ich Storys an. Natürlich nutze ich auch Snapchat, TikTok, auch Sachen wie Pinterest. Und natürlich WhatsApp ist auch sehr wichtig. Ja, also eben Generation Facebook, das ist dann eher so ein bisschen meine Generation. Auf seiner Chronik hat man Fotos hochgeladen, man hat mega oft neue Status gemacht, man hat gechattet miteinander. Und das steht schon so ein bisschen im Gegensatz zu der Instagram-Generation. Also eben während man auf Facebook wirklich mit Kollegen geredet hat oder sich austauscht hat, ist Instagram jetzt schon mehr auch mit Fremden, dass man fremden Leuten folgt und auch ihre Sachen konsumiert. Und ich denke, jede Firma hat auch die Möglichkeit, durch die eigenen Social-Media-Auftritte eigentlich da bei den Jungen auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Viel Visuelles, also sicher viel Bilder und am besten natürlich Video. Schlussendlich ein gutes Video sagt halt auch mehr als viel Bilder oder viel Text. Und wir haben als Beispiel auch mal zum Beispiel die Folk-Website angeschaut, die ist sehr cool. Da hat es Interviews mit Lernenden, was immer cool ist. Man hat so ein bisschen Karrieremöglichkeiten aufgezählt. Und das meiste ist verpackt in Videos. Und so fühle ich mich natürlich eigentlich super abgeholt. Wenn ich dann einfach ein Video schaue und ich weiss mehr über, was sind meine Karriereaussichten bei dieser Firma, hilft mir natürlich mehr, als wenn ich ein PDF müsste runterladen und noch 2 Seiten durchlesen. Und was mir oder auch meinen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig ist, sind halt schnelle Antworten und Informationen schnell parat. Vor allem auch, wenn ich jetzt mit jemandem abmachen am Wochenende oder heute Abend noch jemanden sehe und ich schreibe auf WhatsApp und nachher kommt die erste Antwort irgendwie 3-4 Stunden später. In dieser Zeit habe ich grundsätzlich schon etwas anderes abgemacht. Also es ist schon sehr wichtig auch für mich, dass ich schnell ein Feedback habe, weil ich es mir halt auch einfach gewohnt bin und nicht in der Regel nicht lange muss warten. Genau, der Marc sagt, die Generation mag nicht mehr auf Antworten und Reaktionen warten. Dann muss man sich natürlich anpassen, auch je nachdem im Bewerbungsprozess. Und wenn man jetzt irgendwie interne Prozesse hat, die das erschweren oder sogar unmöglich machen, kann man jederzeit auch auf die passenden Plattformen zurückgreifen.